Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturzzock Assassin's Creed Odyssey. Und ja, heute geht's auf nach Paros. Verringere die Vorräte von Paros, plündere den Staatsschatz, vernichte die Kriegsvorräte und töte Athener Soldaten. Wir sind im Auftrag unterwegs unserer Mutter, der lieben guten Myrene, und wir werden heute wieder mit unserem Schiff, dem Todbringer, werden wir jetzt Richtung Paros fahren. Hier seht ihr schon meine neue Errungenschaft. Hier seht ihr die liebe gute Evie Fry von Assassin's Creed Syndicate ist zu uns gestoßen. In dieses Zeitalter. Und wo haben wir denn? Hier hinten ist er. Schaut mal, und hier ist der liebe gute Bayek. Bayek von Siba aus Assassin's Creed Origins ist jetzt auch am Start. Wird mit uns kämpfen und fighten auf unserem Todbringer. Wie gesagt, ein Seelentransporter. Und da kann man auch mal wir brechen auf. Die Seelen aus der Zukunft holen. Was ist auf Naxos passiert? Hast du deine Mutter gefunden? Das habe ich, Barnabas. Wunderbar! Dann können wir uns jetzt zurücklehnen und entspannen. Aber es gibt ein... Wir wissen, dass der Kult des Kosmos alles vergiftet, was er berührt. Jetzt haben sie sogar Sparta im Griff. Sie hetzen alle gegeneinander, bis die Welt wieder in ein dunkles Zeitalter verfällt. Ich muss ihn aufhalten. Dann segeln wir da jetzt als nächstes hin. Schön, dass du mitkommst. Also ab jetzt, wenn wir die Mutter gefunden haben, geht es ausschließlich gegen den Kult des Kosmos. Und wir sind bereit und jetzt geht's hier auf Paros um die Wurst. Letzte Folge Naxos erkundet. Heute schnappen wir uns Paros und wir werden den Staatsschatz plündern, die Kriegsverräte vernichten und Athener Soldaten töten. Freue ich mich tierisch drauf. So, auf geht's. Hier haben wir schon mal einen Schiffswrack. Erste Waffe ist hier natürlich unser kleiner lieber Guter. Ist das jetzt schon das hier? Schaut mal. Nee, das kann das nicht sein. Das kann jetzt nicht das Missionsziel sein. Neue Region entdeckt Paros. Aber vielleicht haben wir hier ja was anderes zum Aktivieren. Schauen wir mal. Bei der Staatsschatz, das geht ja schon. Sonst hat niemand überlebt? Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Aeneas? Gefangen. Okay. Wenn er auf Paros ist, wo wäre er genau? Sie sprachen davon, ihn oben auf dem Steinbruch anzuketten. Damit ihm die Sonne die Starrköpfigkeit austreibt. Warum töten sie ihn nicht? Sie benutzen ihn als Druckmittel. Sie wissen, dass er Phönix wichtig ist. Ich kläre das. Lass sie büßen. Ja, wir klären das natürlich. So, mein lieber Bruder Alexios, auf geht's. Wir vernichten Paros. Alles, was hier ist, ist, und ich sag mal schon mal so, gegen uns. Hallo? Was für ein tödliches Duo wir sind. Komm mal her, ich brauch Leder. Seid sowieso gegen mich. Schön, dass die abgelenkt waren. Okay, also Paros. Sind hier alles Parositen? Ein wichtiges Ziel ist in der Nähe. Icarus, zeig mir, wo es ist. Da ist der Steinbruch. Da oben schon. Da ist der Nährt. Sieht nicht gut aus. Okay. Mach mal. Das machen wir doch glatt. Befestigter Marmorsteinbruch. Hier beginnt also unser Racheakt gegen die Feinde unserer Mutter. Deine Mutter. So, und genau hier können wir nämlich schon mal dreimal Kriegsvorräte verbrennen. Das passt.
Passt doch wieder Arsch auf den Eimer. So. Hallo Freunde. Wenn ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Icarus, zeig mal bitte, wo die sind. Na? Da sind sie alle. Da ist der Anführer. Da sind noch ein paar verteilt. Hier auch, da auch, da auch. Da unten. Also es ist ein ziemlich großes Gelände. Huiuiuiui, holla die Waldfee. Also hier machen wir uns keine Freunde. Oh Mann. Also wer gedacht hat, es wird jetzt leichter. Ich glaube, derjenige hat geirrt. Irgendwas ist hier noch. Kriegsverräter oder ein Gefangener? Und noch ein Gefangener. Gut, okay, alles klar. Wissen wir Bescheid? Mal nicht direkt auffliegen. So, mein kleiner Freund. Dididim. Wir arbeiten uns von oben nach unten durch, würde ich sagen. Da hätten wir sofort die Mission erledigt. Kurz in Deckung bleiben, schauen, wo der hingeht. Da ist das Leuchtfeuer. Das müsste man dann eventuell, wenn wir es schaffen, direkt mal ausschalten. Apropos ausschalten. So, und dann ganz schnell den hier. Okay, die Gefangenen befreie ich jetzt nicht. Warum? Weil die dann losrennen und hier Unruhe verbreiten. Und ich brauche ja aber Ruhe. Die sollen sich in Sicherheit wiegen. Hilfe! Hört mich denn keiner? Oh, halt die Klappe. Wow. So, den haut's erstmal schön weg. So, ich muss aber die Pfeile, genau die Pfeile nehme ich mal. Die sind nicht so auffällig. Ihr versteht, was ich meine. Gut, dann haben wir jetzt die Falle gelegt. Ja, ist kein Thema, Junge. So, mein kleiner Freund. Du bist ein fairer Hund, mein Freund. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir! Ja. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn? Folge mir. Folge mir unauffällig, mein Freund. Ich hoffe, der kommt mit. Ja, der kommt mit. Kommst du? Alter, ist der dämlich. Jetzt komm hier hoch, Mensch. Ich glaube, du bist raus aus dem Steinbruch. Ich hätte schon mit ihm reden, ne? Na was? Ich kann immer noch nicht mit ihm quatschen. Jetzt? Nein. Komm.
Der kommt mir hier nicht hinterher, oder? Na komm mal hier lang. Komm. Intelligenzbestie hier hinten. Natürlich geht's hier nirgendwo bergab. Ach, hier. Oh. Jetzt habe ich voll eine reingehauen. Kommt der? Der kommt eben nicht, oder? Junge, was ist denn los mit dir? Der hat Depp gemacht. Oh, ich weiß doch nicht, wo ich mit dir hin soll. Mann, komm. Geh mal hier lang. Ach nee, hier brauchen wir schon Haar. Ich weiß nicht, wo ich den noch hin eskortieren soll. Der kann ja auch keinen normalen Felsen mal runterklettern. Das ist hier. Hätte den wahrscheinlich durch den Steinbruch durch eskortieren sollen, aber ich hoffe, es geht auch hier lang. Komm. Bis jetzt. Der ist immer noch nicht. So was nennt sich Spartaner. Komm, ich hab dir da rausgeholfen. Jetzt red mit mir. Hier lang, jetzt, endlich! Hab Dank, Söldner. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Ich weiß nicht, wer er war. Zeit, von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. So, dann machen wir jetzt wieder rein in den Steinbruch, denn wir haben ja auch noch was anderes zu erledigen. Nämlich... genau das da. So, und jetzt wird's Zeit, hier ein bisschen Action zu machen. Gegner sind markiert. Der Einstiegspunkt war eigentlich richtig geil von da oben. Und die Falle ist auch gelegt am Signalfeuer. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Na, das kann ich mir gut vorstellen, Alexius. Kleiner Wicht. Schöner weißer Parischmann. Mir fehlt das spartanische Rot. Okay, den kriegt man nicht so. Aber den. Weiß ich halt nicht, ob da drüben noch einer ist, aber auf jeden Fall sind hier Kriegsvorräte hier drin. So. Zwei von fünf Schätze. Alter, hier werden wir richtig reich, werden wir hier.
So, du kleine Ratte. Ciao. Okay. Das war knapp, weil der gefragt hat, was war das. Gut, weiter geht's. Durch Bogen, Material, Pfeile, alles mitnehmen. Wenn wir einmal hier sind, ne? So. Okay, das wäre der nächste Schatz. Gefangene müssen wir auch befreien. Der steht hinter dem, oder? Ja. Okay, da brauche ich mal einen guten Winkel. Guckt er in meine Richtung? Ich weiß das gar nicht, ich sehe das gar nicht. Okay, und da haben wir noch einen. Bleib so schön. Sehr gut. Gut, der hat uns fast gesehen, ne? Der macht nach unten, also machen wir nach oben. Da läuft noch einer. Den markieren wir uns mal mit. Ich sehe mal nach, was da los ist. Na, geh mal gucken. Und damit hätten wir auch schon den Staatsschatz. Quest abgeschlossen, Untergang. Okay, wir lassen die sich erstmal wieder ein bisschen beruhigen. Sind jetzt alle ein bisschen aufgebracht dort. Gemeiner Massenmörder treibt hier sein Unwesen. Ich versuche eben so lang wie möglich jetzt unentdeckt zu bleiben. Wo es hier unten dann doch ganz schön enge wird. Dort ist der Pollemarch, ne? Im großen, ja. Okay, jetzt brauche ich eine Taktik, die auf dem Verstand fußt hier. Natürlich. Du kriegst mich, mein Freund. So schön dezimieren alles. So, ich werde jetzt nun langsam mal ein bisschen schneller vorgehen. Weil, sonst wird die Folge zu lang. Ihr wisst ja, wie ich das mag, wenn ich eure Zeit zu sehr in Anspruch nehme hier. Ja, komm, hau ab. Hab Dank. Oh, Fee, wir dienen. Wir dienen. So, da oben ist so ein Befehlshaber. Der steht jetzt richtig gut.
So. Hier hat sich auch ein neuer positioniert, wollte ich gerade sagen. Aber wahrscheinlich doch nicht. Geht wieder einer hoch? Nein, hier ist keine Sau. War wohl doch nicht. Das sind nicht unsere Pfeile. Nein, geh nicht da hoch. Ach, der haut ab. Geil, okay. Hallo. Da drüben geht schon wieder der nächste auf den Turm. Schaut mal. An den komme ich nicht ran von hier. Aber an den dort vielleicht? So. Vielleicht, wenn der dort stehen bleibt. Tatsache. So, die hauen ab. Na, läuft doch. Ihr könntet eigentlich auch verschwinden hier, Leute. Das würde keiner merken. Apropos keiner merken. So, wir schalten ja die komplette Startstärke, schalten wir nur in dem Steinbruch runter. So, alle Befehlshaber auch ausgeschaltet. Kurz in Deckung gehen, schauen, wo ist der letzte Schatz. Hier irgendwo? Nee, das gehört glaube ich nicht dazu. Ikaros. Da schwindelst du, mein kleiner geflügelter Freund. Da ist der letzte Schatz. Und dort hätten wir noch einen. Hallo, mein Freund. Huch, konnte ich noch was durchsuchen? So, Marmorsteinbruch abgeschlossen. Natürlich werde ich auch die letzte Athena-Wache noch ausschalten, denn gehörte ja auch zur Mission. Diese Athena-Soldaten ausschalten. Hallo, mein Freund. So, sehr, sehr geil. Hat doch genauso funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Vor allem ohne aufzufliegen, ohne entdeckt zu werden. Ist die Startstärke jetzt runtergegangen? Auf minus 10 und damit haben wir eigentlich die Quest ist definitiv erfüllt, würde ich sagen. Genau, jetzt haben wir nur noch Tod und Chaos. Und da können wir schon zurück nach Naxos. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und schauen mal, wie wir Myrene weiterhelfen können. Bis dahin dann dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße. Ha, euer Rob natürlich.